Der Kurswechsel der CDU-Vorsitzenden bei der sogenannten Ehe für alle stößt auf Kritik. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte bei einer Veranstaltung der Zeitschrift Brigitte in Berlin signalisiert, den Widerstand gegen eine Ehe für gleichgeschlechtliche Partnerschaften aufzugeben. Sie wünsche sich eine Diskussion, die eher in Richtung einer Gewissensentscheidung geht. Die Bestseller-Autorin Birgit Kelle, die der CDU angehört, warf der Kanzlerin daraufhin im Kurznachrichtendienst Twitter vor, dass sie damit Beschlüsse ihrer Partei übergeht. Die Kanzlerin hatte noch 2015 erklärt, "Für mich persönlich ist Ehe das Zusammenleben von Mann und Frau." Die Kirchen haben bisher noch nicht zu den Äußerungen Merkels Stellung genommen. Die Türkei hat im Südosten des Landes mehr als 50 Kirchen und Klöster von dort lebenden aramäischen Christen enteignet. Der Vorsitzende des Bundesverbandes der Aramäer in Deutschland, Daniel Demir, sprach gegenüber der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA von einem beispiellosen Vorgang. Die Entwicklung im Kernland des Christentums ist dramatisch. Eine solche Enteignungswelle hat es noch nicht gegeben. Nun kann das aramäische Kulturerbe sogar an Dritte veräußert und in Museen oder Moscheen umgewandelt werden. Die Europaabgeordnete Renate Sommer verurteilte den Vorgang. Ganz offensichtlich arbeitet die türkische Regierung daran, die Minderheit der Aramäer im Land nicht nur, wie schon seit Jahren, zu drangsalieren, sondern regelrecht auszulöschen. Zurzeit leben noch etwa 2000 aramäische Christen in der Region. Sie sprechen, wie vor 2000 Jahren, die Sprache Jesu. Aus 10 Metern Höhe haben sich vergangenes Wochenende die Teilnehmer des Jesus Action Festival in ein Luftkissen gestürzt. Die Idee hierzu hatte der Organisator der Jugendveranstaltung Dominik Schauer. Wir wollen, dass Menschen und junge Leute Spaß haben. Spaß haben an Jesus, Spaß haben am Leben. Und wollen, dass viele Leute Jesus kennenlernen, weil Jesus es wert ist. Die rund 100 jungen Besucher konnten auch Teamsportarten wie Bubble Soccer ausprobieren. Gastprediger war unter anderem Markus Schneider, der sich selbst als breitesten Pastor Deutschlands bezeichnet. Er ist bekannt für seine christlichen Tattoos und die Verknüpfung von Fitnesssport und Glaube. Das Allerwichtigste ist Jesus Christus. Das ist das Fundament in meinem Leben. Das Allerwichtigste, ich feiere Jesus und ohne den geht hier gar nichts. Aber ich bin auch leidenschaftlicher Tattoo-Freak. Ich liebe Tattoos und meine Tattoos haben alle eine christliche Bedeutung. Es ist alles was ganz Persönliches von mir, was etwas aus meinem Glauben ausdrückt. Die musikalische Gestaltung der Gottesdienste übernahm die Lobpreisband Live Worship. Veranstalter des Jesus Action Festival war die evangelisch-freikirchliche Gemeinde Celle.